Hola, mi nombre es Camilo Jiménez y soy editor de la sección Enfoque de la revista Semana. Hoy les quiero hablar de una entrevista que hice estos días en Bogotá con un profesor virólogo alemán que se llama Harald Zurhausen. Él ganó el premio Nobel de Medicina en el año 2008 por haber establecido la conexión entre el virus del papiloma humano y el cáncer de cuello uterino en las mujeres. Uno de los primeros temas y temas obligatorios que traté con el profesor Zurhausen fue lo que sucedió en Carmen de Bolívar en septiembre de este año, cuando unas niñas que habían sido vacunadas contra el cáncer de papiloma humano presentaron un extraño mal que nadie realmente pudo explicar. Also zunächst zur Frage, macht HPV Krebs? Die Antwort ist ein ganz klares Ja. Und zwar ist HPV oder HPV-Infektionen sind verantwortlich für ungefähr 12% der Krebserkrankungen bei Frauen. Vor allem der Gebärmutter als Krebs, aber auch noch ein paar andere Krebserkrankungen. Was hier in Kolumbien vorlag, in der Region, ich glaube, es ist nordwestlich hier im Land, ist gestern intensivst Gegenstand der Diskussion gewesen in der Pressekonferenz gestern Vormittag und später auch nach meinem Vortrag. Aus meiner Sicht können eigentlich diese Zwischenfälle nicht direkt mit der Impfung zusammenhängen. Die Impfung kann man heute als eine der sichersten Impfungen bezeichnen. La conversación sobre lo que ocurrió en Colombia se extendió bastante, pero sí me gustaría mostrarles lo que me dijo cuando le pregunté por qué es necesario vacunar a las niñas contra el virus del papiloma humano. In Deutschland etwa 1,1% der infizierten Frauen, die mit den Hochrisikotypen infiziert sind. Und das sind im Laufe des Lebens ungefähr 60% aller Frauen, die sexuell aktiv sind, dass die später Gebärmutter als Krebs entwickeln. Und wir haben pro Jahr haben wir in Deutschland bei ungefähr 40 Millionen Frauen etwas mehr als 6000 Fälle von Gebärmutter als Krebs. Und wir haben darüber hinaus ungefähr über 100.000 Eingriffe wegen der Vorstufen des Gebärmutterhalskrebses. Con el Nobel de Medicina, por supuesto, también hablé de un tema obligado, el virus del ébola que está afectando al mundo entero. Muy poco antes de comenzar la conversación, la Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado en el que decía que en el peor de los escenarios, en enero de 2015, habría 1 millón de infectados en todo el mundo. Con el profesor Zurhausen, por supuesto, hablé sobre el tema y esto fue lo que me dijo. Die Todesrate der Ebola-infizierten Patienten ist außerordentlich hoch. Und das ist natürlich auch eine Ausbreitung einer Epidemie, die große Besorgnis erregt. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass in absehbarer Zeit ein Impfstoff zur Verfügung stehen wird, der das Ausbrechen von Ebola-Infektionen verhindert. Daran wird gearbeitet, nicht bei uns, in unserer Institution, aber in verschiedenen anderen Einrichtungen. Und nach dem, was ich höre, sind zumindest einige Ansätze da, die hoffentlich zum Erfolg führen werden. Harald Zurhausen, que nació en 1936 en la ciudad de Gelsenkirchen, en Alemania, vino a Bogotá para un foro sobre el tratamiento del cáncer. Él es una de las mayores autoridades que hay en el mundo para hablar sobre ese tema y se refirió sobre todo a la pregunta de si la humanidad está ganando o no la batalla contra esa enfermedad. Lassen Sie mich so sagen, es sind sicher viele naive Stellungnahmen erfolgt, nicht nur in der Zeit, einige davon dauern bis heute an. Und Tatsache ist, dass verschiedene Krebserkrankungen in aller Regel unterschiedliche Ursachen haben. Also wir sind zwar heute in der Lage, bestimmte Krebserkrankungen relativ gut zu behandeln, dazu gehört auch Brustkrebs, dessen Überlebenschancen heute wirklich sehr, sehr deutlich gestiegen sind. Von den Patienten noch Heilungsraten relativ hoch sind dabei. Aber es gibt andere Krebserkrankungen, auch Speicheldrüsenkrebs, bestimmte Hirntumoren, Gliome, Lungenkrebs, bei denen wir eigentlich ziemlich hoffnungslos dastehen. El Nobel de Medicina tiene una opinión muy clara lo que se debe hacer para combatir el cáncer. Él dice que debemos de dejar de pensar que el cáncer se puede curar y que más bien la humanidad debe pensar a tomar medidas para prevenirlo.